Relax, Game, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Charakteranalyse. Diesmal geht es um den letzten der originalen Animatronics, Body. Ja, ich habe ihn leider vergessen. Tatsächlich, ich habe Springtrap ihn vorgezogen, was so schade ist. Da Body eigentlich mein Lieblings-Animatronic ist von den originalen vier. Nichtsdestotrotz bekommt er jetzt auch sein eigenes Video hiermit. In dem Sinne viel Spaß. Wie schon gesagt, ist Body einer der vier originalen Animatronics, die 2014 mit dem ersten FNAF-Spiel erschienen. Tatsächlich dachten viele Leute, dass Bonnie eine sie ist, wegen des weiblichen Namens. Ist er nicht, auf gar keinen Fall. Denn wir hören ihn im ersten Showtime-Trailer, der zwar nicht canon ist, allerdings hören wir ihn da, als Mann. Dort wird nämlich gesungen und da hören wir halt, dass er eine männliche Stimme hat. Und zum anderen ist halt direkt am Anfang von FNAF gesagt worden, dass es ein er ist. Auch wenn wir ihn dort haben singen hören, ist tatsächlich eine Stimme eine der großen Sachen, die Bonnie fehlt im modernen FNAF. Denn wir haben noch nie die Stimme von Bonnie gehört. Zumindest außerhalb dieses Showtime-Trailer, der aber, wie gesagt, nicht canon ist. Das heißt, nicht zu dem FNAF-Universum gehört. Allerdings gibt Bonnie Töne von sich. Das Blöde hieran ist, dass sie halt nur ein ziemlich verstörendes Gurgeln oder Grummeln sind. Hört euch das mal an. Tatsächlich kann niemand erklären, warum der so abgefuckte Geräusche macht. Allerdings die Theorie, die die meisten Leute haben, wäre, dass eins von den Mörderopfern von William Afton, das dort in den Zug gestopft wurde, halt dort Geräusche macht, weil es immer noch Schmerzen hat. Beziehungsweise immer noch irgendwie wütend ist. Ich meine, kann ja nichts anderes sein. Die Animatronics haben nie andere Geräusche gemacht. Und eine kaputte Voicebox scheint es auch nicht zu sein, denn das klingt sehr menschlich. Doch nicht nur das Gurgeln und die gruseligen Geräusche sind eine Eigenheit von Body. Nein, er greift uns in FNAF 1 auch auf eine ganz eigene Art und Weise an. Denn er bewegt sich ja, er startet ja an der Showstage und bewegt sich dann in der Dining Area zum Supply Closet, der West Hall oder hinter der Kamera vom Security Office, beziehungsweise die direkt bei der Tür da platziert ist. Sollten wir Body in unserer Tür sehen, müssen wir ganz schnell den roten Knopf drücken, damit die Sicherheitstür runtergeht und ihn draußen ausschließen. Das hat den einfachen Grund, dass er uns sonst umbringt. Allerdings, wie er uns umbringt, ist auch was Spezielles, denn er wartet, bis wir die Kamera hochmachen, um uns dann zu jumpscaren. Dass Body in eure Office gekommen ist, könnt ihr ganz einfach checken, indem ihr den Knopf betätigt und guckt, ob er euch die Tür hoch oder runter machen lässt. Sollte das nicht der Fall sein, wisst ihr, dass Body drin ist und ihr die Kamera nicht mehr hochnehmen dürft. Auch wenn Body erstmal als ziemliche Gefahr wahrgenommen werden kann, ist es eigentlich recht einfach, ihn abzuwehren. Natürlich, er bewegt sich recht schnell durch die Pizzeria, allerdings verpisst er sich auch recht schnell wieder, da er einfach nicht lange an der scheiß Tür wartet und eure Power leer macht. Anders als andere Animatronics. Wo wir nun über sein Aussehen und sein Gameplay gesprochen haben, bleiben nur noch zwei Punkte. Sein Design und seine Charaktere, beziehungsweise seine unterschiedlichen Formen. Und sein Design ist natürlich ganz eindeutig angelehnt, mal wieder an einen Charakter aus Chuck E. Cheese, beziehungsweise mehrere. Zum einen Mr. Munch, das ein lilanes Monster gewesen ist, ganz genauso wie Buddy. Und Jasper T. Jarrells, das halt der Gitarrist der Gruppe gewesen ist. Das sind wohl die beiden Inspirationen für Bodys Aussehen, auch wenn das ein bisschen weit hergegriffen ist, weil wir hier nirgendwo tatsächlich einen Hasengitarristen finden können, unter den Animatronics der Jahre, in der Chuck E. Cheese berühmt war. Aber wo wir aber mal wieder neidisch sein können auf den Body, ist, dass er mit Abstand die meisten gruseligen Secrets hat von allen Charakteren aus der ersten FNAF-Generation. Das liegt wohl daran, dass Scott ziemlich viel Schiss vor diesem lila Hasen hat. Er hat nämlich tatsächlich, während er an den FNAF-Spielen gearbeitet hat, immer wieder Albträume von Body bekommen. Was, nachdem ich mir so die Sachen, die er kreiert hat, angucke, ziemlich eindeutig ist, warum. Ich meine, er ist ein ziemlich gruseliger Charakter. Allerdings, der hat gruselige Secrets, wie zum Beispiel. Zum einen hätten wir da die Animatronics, die direkt in die Kamera starren, was ziemlich gruselig ist. Das machen die meistens auf Cam 1A. Und zum anderen hätten wir halt Body, der auch direkt in die Kamera guckt, ohne seine Augen, quasi ganz nah, wie ihr es gerade im Hintergrund seht. Das macht nur der. Nur dieser eine Charakter fängt an, gruselig in die Scheißkamera zu gucken. Chica ist zu doof, die Kamera zu finden in der Regel. Aber Body hat immer so ein abgefucktes fucking
Gesicht drauf und guckt damit in die Kamera, was andauernd verstörend ist. Das aber mit Abstand verstörendste Easter Egg von Bonnie ist der 1% Game Over Screen, den ihr haben könnt. Im 1% Game Over Screen kann es sein, dass ihr nach einem Tod quasi nur sein Gesicht auf dem Bildschirm habt. Und dass nach ein paar Sekunden die Augen aufleuchten. Tatsächlich ist es ein Jumpscare, den Scott Cawthon aus Versehen sich selber in den Kopf geworfen hat, nachdem er das Gesicht von Bonnie gemodelt hat und im Endeffekt dann seine Arbeit niedergelegt hat, um am nächsten Tag daran weiterzuarbeiten. War ein großer Fehler, denn er hat sich selber dann gejumpscared, als er den Computer wieder aufgemacht hat. Ein weiterer lustiger Funfact über Bonnie wäre, dass er im ersten Trailer tatsächlich die Halle links runtergelaufen ist. Das macht er jetzt Foxy. Lustigerweise gab es da anscheinend einen Gameplay-Change. Das Video könnt ihr übrigens immer noch auf YouTube sehen oder ihr guckt es einfach hier im Hintergrund. Sieht ziemlich lustig aus sogar der Run tatsächlich und interessant, dass einfach Charaktere da schnell getauscht haben. Nachdem wir jetzt einen guten Blick auf Bonnie geworfen haben, würde ich sagen, werfen wir jetzt mal einen Blick auf seine alternativen Formen. Mein Lieblingsteil des Videos. Und da fangen wir doch direkt einmal an mit Withered Bonnie. Withered Bonnie ist mit Abstand eine der gruseligsten Versionen von Bonnie. Ihm fehlt einfach das verdammte Gesicht und andere Teile seines Körpers. Generell ist er sehr runtergekommen und eine echt gruselige Version von Bonnie. Die Serie von Animatronics, wo auch Bonnie ein Teil von war, war einfach zu gruselig für normale junge Audienzen. Deswegen wurden sie einfach weggeworfen bzw. verstaut und sind halt langsam aber sicher immer und immer kaputter gegangen. Weswegen Bonnie auch in diesem extrem schlechten Zustand ist. Auf der anderen Seite, Toy Bonnie wurde ganz einfach aus dem Grund hergestellt, dass die einen Bonnie haben wollten, der süßer aussah, netter aussah, für halt junge Audienzen, Kinder. Und das haben die auch erreicht, indem die Bonnie einen cartoony Look angegeben haben. Ja, im Endeffekt haben die hier große Wangen, ein Gesicht, das deutlich schmaler und menschenähnlicher ist und ein freundliches Lächeln, das stets auf sein Gesicht gesetzt wurde. Toy Bonnie ist zu finden in FNAF VR, dem Originalteil, in dem er rausgekommen ist, FNAF 2, sowie der Sektion natürlich in FNAF VR von FNAF 2 und auch in Ultimate Custom Night. Rockstar Bunny sieht aus wie ein Kind der eben genannten Charaktere, des normalen Bunny und dem guten Toy Bunny. Wir haben die dicke Gesichtsform von dem normalen Bunny und die Wangen von Toy Bunny sowie die smooth Haut bzw. Fell oder ich weiß nicht, wie ich das nenne, sondern Animatronics. Shell, hier, Dingsbum, Schale. Ihr wisst, was ich meine. Des Weiteren soll eine Inspiration für diesen Charakter der gute Frank Sinatra sein, was ich absolut awesome finde, da Frank Sinatras Musik extrem gut war und die meisten der neuen Generation den Sänger gar nicht mehr kennen, was ziemlich sad ist. In dem Teil, in dem Rockstar Bonnie rauskam, nämlich FNAF 6, ist er keine wirkliche Bedrohung für den Spieler. Dort ist er halt eher so ein Aspekt für halt das Aufbauen und den Pizzasimulator. Er kann euch nicht angreifen in diesem Teil. Wenn wir jetzt aber weitergehen und auf Ultimate Custom Night gucken, dort ist er ein Gegner und taucht in unserem Büro auf, wo wir ihn rausschmeißen müssen, indem wir ihm seine Gitarre wiedergeben, was ein extrem cooles Gameplay-Feature ist. Auch wenn ich den guten Spring Bonnie bereits in dem William F-Video erwähnt habe, kann ich ihn hier nochmal erwähnen. Der gute Spring Bonnie ist einer der wichtigsten Animatronics in der gesamten Serie, denn er ist einer der ersten Suits. Aktiv gegen ihn spielen konnten wir leider nie, da er wirklich nur in den Story-Segmenten und den 8-Bits-Videospielen vertreten war. Allerdings ist dieser Charakter nichtsdestotrotz extrem wichtig, da William Afton ihn genutzt hat, um Kinder zu ermorden und sich auch in ihm versteckt hat. Was halt auch im Endeffekt sein Tod war, denn dieser Anzug ist kaputt gegangen und hat ihn zerzwirbelt. Beziehungsweise die Springlocks haben ihn zerquetscht, was ein passendes Ende für so ein Arschloch ist. Aber im schönen Kontrast haben wir jetzt zwei eher süß aussehende Animatronics, nämlich Bon Bon und Bonnet, die beiden Handpuppen vom guten Funtime Freddy aus der Sister Location. Von den süßen Handpuppen zurück zu den abgefucktesten Monstern, die wir haben, nämlich Nightmare und Jacko Bonnie. Die beiden Versionen aus FNAF 4, die absolut albtraumhaft aussehen. Zuerst der gute Nightmare Bonnie ist im Endeffekt eine heruntergekommene Version von Bonnie, die absolut abgefuckt aussieht, spitze Zähne hart heruntergekommen ist und einfach da ist, um euch zu bestrafen. Der gute Jacko Bonnie im Gegensatz hat halt eher ein Halloween-Themed-Design. Orange und mit einem Licht im Inneren, das an einen Kürbis ähnelt.
Die letzte und wohl aktuellste Version von Body wäre wohl der gute Rockstar Body, den wir in Security Breach auf Pub-Ausstellern bzw. in Body Bowl sehen können. Nicht viel ist über diesen Charakter bekannt, es gibt natürlich viele Fanmods, die ihn zeigen, allerdings nichts Offizielles. Wir haben nur dieses eine Bild von Body mit einem T-Shirt an, bzw. so einem Bowling-Shirt. Und das ist auch schon das Einzige, was wir über den guten Lamrock Body wissen. In dem Sinne, waren das jetzt alle Formen. Und war es das auch mit dem Video. Und jetzt gehen meine Freunde, liken und abonnieren nicht vergessen, falls euch das Video gefallen hat. Und schaut doch mal bei den anderen Videos raus. Wir haben, glaube ich, jetzt inzwischen 5 von diesen Videos. Deswegen guckt auf jeden Fall mal rein, falls euch das hier gefallen hat. Relaxen, gehen meine Freunde, bis zum nächsten Mal.